Ich reduziere mich auf das Minimum. Selbst die Ärzte schauten dumm. Der Patient weiß Bescheid und bleibt trotz Hypnose stumm. Bevor sie mich holten, wusste ich, sie würden kommen. Jetzt sitze ich im Knast und werd jeden Tag vernommen. Wegen Bomben, die ich baute, nannten sie mich Attentäter. Terrorist, Gegenläufer und Verräter. Aber später werden Menschen, die wie ich sind, euch regieren. So sage ich mir täglich, nur den Glauben nicht verlieren. Es ist Rap, ein Slaft in einem Knast ohne Musik. Ich schlage eine Delle in die Zelle für den Beat. Dann fange ich an zu rappen, bis der Aufseher schreit. Er kann mich schlagen, wie er will. Ich sage weiter, ich bin tight. Also ritze ich die Texte in die Wand. Und als sie das entlarven, brechen sie mir meine Hand. Deswegen merke ich sie mir und trainiere mein Gedächtnis. Das, was nicht schlecht ist, wird Teil vom Rap-Vermächtnis. Alles, was recht ist, warum sitze ich hinter Gittern? Prinz Ponobi war ein Kenobi, letzter Jedi-Ritter. Sie geben Drogen in die Luft und Drogen in mein Essen. Und Drogen in jede von den Platten, die sie pressen. Untergrund ist Medizin, Rap antidepressiva gegen Hip-Hop HIV, auch bekannt als Viva. Wer will Liebeslieder und wer will tight Raps? Ich will raus aus diesem Knast, mein Mic, Geld und Sex. Wie kann so etwas Gutes so falsch sein? Warum ist so etwas Schönes so schlecht? Weshalb gibt es auf der Welt keine Liebe? Und weswegen habe ich eigentlich immer recht? Wie kann so etwas Gutes so falsch sein? Warum ist so etwas Schönes so schlecht? Weshalb gibt es auf der Welt keine Liebe? Und weswegen habe ich eigentlich immer recht? Die Welt wird kontrolliert von Rosenkreuzern und Triaden, Mafioso, Major Labels, den Militärs und Syndikaten. Und der Vatikan führt einen Krieg um Kokain gegen CIA und Contras und natürlich West-Berlin. Adolf Hitler, seine UFOs kontrollieren die USA. Bill Gates ist nur ein Klon von Pablo Escobar. Eben weil ich zu viel wusste, wurde ich eingekerkert. Aber das Feuer in mir drin brennt mit jedem Tag stärker. Sie sagen, ich sei anormal, weil ich auf die Straße rannte und den Mädels meinen Penis direkt in die Fresse rammte, die ich nicht einmal kannte, und weil Häuser explodierten, als Mitglieder meiner Crew mit MCs experimentierten, eingeknastet, mutiere ich von selbst zum Rap-Roboter, töte Major Label, MCs und vor allem die da Dodder. Jeden Tag sterben Kinder, es gibt neue Kriege, ich sehe Hass und Zerstörung, Berlin West, keine Liebe, Zensur und RTL formten mich zum Psychopathen, die Platten, die ich hörte, machten mich zu Mike-Soldaten. Deshalb ist jetzt K.O.-Zeit angebrochen für euch Opfer. Die Devise lautet: Hände weg vom Mike oder Kopf ab. Wie kann so etwas Gutes so falsch sein? Warum ist so etwas Schönes so schlecht? Weshalb gibt es auf der Welt keine Liebe? Und weswegen habe ich eigentlich immer recht? Hey, wie kann so etwas Gutes so falsch sein? Warum ist so etwas Schönes so schlecht? Weshalb gibt es auf der Welt keine Liebe? Und weswegen habe ich eigentlich immer recht? MCs onanieren auf ihre Tapes und publizieren die Ergüsse als Kassetten. Es ist Wack-Rap-Satire, um ein Pro zu sein, benötige ich ständig Contras. Seh, Jason reitet ein bei euch Pussy, Pocahontas, Wonderbras und Silikon sollten Pflicht sein für Gehirne, denn bis jetzt hat jeder zweite von euch Scheiße in der Birne. Ich bin Anti gegen alles, misstraue auch mir selbst. Hauptsache ist, du stirbst, egal durch wessen Schwert du fällst. Alle die Hippies und Versager kommen ins Hip-Hop-Arbeitslager. Untergrund zu sein heißt tot sein oder Krieg wie Intifada. Sie versuchen seit 10 Jahren Geld für Atemluft zu nehmen. Die Sonne ist jetzt tödlich und die Schuld trägt das System. Auf der Jagd nach Vitamin stieß ich nur auf Rapper-Zillen. Ich bin körperlich so Burner, dass die anderen MCs grillen. Humanoiden suchen Götter, MCs finden Rap. Meine Bibel hat 6 Worte, ich bin tight, ihr seid wack.